Tod einer Studentin ist der 75. Fall in der Reihe. Ein starkes Team, für dich der 10. Fall. Als Kommissarin Lynette Wachow, wie einfach oder schwer war der Einstieg für dich? Der Einstieg wurde mir hier total leicht gemacht. Alle waren wirklich sehr, haben mich sehr willkommen geheißen und waren sehr liebevoll. Und trotzdem war es nicht einfach. Ich bin ja in sehr große Fußstapfen getreten von Maja Maranoff, die die Reihe ja über 20 Jahre hinweg mit ihrem wirklich ja, Riesenaura und ihrem großen Herzen und Verstand geprägt hat. Und darum habe ich das Gefühl, ich komme immer noch an eigentlich. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe die Rolle noch nicht auf den Punkt gefunden und bin immer noch dabei, mit Lynette meine Erfahrungen zu machen und die weiterzuentwickeln. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass ich dass ich das machen kann. Ja, ja. Das ist echt schön. Das wäre auch eine Frage noch gewesen von mir. Wie viel Einfluss hast du auf die Gestaltung der Rolle? Ich erlebe hier Produzenten und Produzentinnen und auch einen betreuenden Redakteur, die sehr offen sind im Rahmen des Möglichen. Natürlich machen wir eine Krimireihe und wir können jetzt nicht erzählen, die Geschichte einer manisch-depressiven Mutter, die zufällig auch noch Polizistin und drogensüchtig ist oder so. Also so weit reicht es nicht. Aber auch die Regisseure, die geholt werden, sind allesamt einfach tolle Leute. Und wann immer ich eine Idee habe, besprechen wir die zusammen und entwickeln irgendwas zusammen. Also ich habe das Gefühl, man ist hier ganz offen für das, was ich mit einzubringen habe. Und wir probieren verschiedene Sachen aus. Und ja, ich habe auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen den größtmöglichen Einfluss. So. Tod einer Studentin verrät ja eigentlich schon, worum es geht. Aber wie viel kannst du uns sonst noch zum Inhalt verraten? Ich kann noch verraten, dass es einen interessanten Psychologieprofessor gibt, der nicht so ist wie alle anderen. Was kann ich denn da noch verraten? Warte mal, lass mich mal überlegen. Gibt es eine aufregende Szene vielleicht? Na, also es gibt in unserem Film einen sehr interessanten Psychologieprofessor, der auch noch mit der Dekanin der Universität verheiratet ist. Oh. Und die treiben interessante Spielchen, nicht nur in der Uni, sondern auch zu Hause. Und vielleicht wartet uns ja die eine oder andere kleine Überraschung. Ja. Wie verlaufen denn die Dreharbeiten bisher? Super gut. Also wir haben einen hochkonzentrierten, ruhigen, entspannten, super freundlichen Regisseur. Und der prägt ja immer die Stimmung eines Drehs. Es geht eigentlich immer vom Regisseur aus oder von der Regisseurin. Und da haben wir diesmal wirklich wieder großes Glück und haben alle echt Freude, sind konzentriert bei der Sache. Das Wetter spielt mit. Wir haben auch, was auch an der Reihe immer wieder ein großes Geschenk ist, unfassbar tolle Kollegen, die dann diese Episodenhauptrollen spielen. Wer ist dabei dieses Mal? Dieses Mal ist es Aglaia, dieses Mal ist es Aglaia Siskowitz. Oh Gott, ich muss kurz überlegen, wie man den Namen ausspricht. Es ist bestimmt verkehrt, entschuldige bitte Aglaia. Und Max von Pufendorf zum Beispiel und ganz spannende junge Talente. Gut, weißt du schon, wann der Film im Fernsehen zu sehen sein wird, ungefähr? Nächstes Jahr auf jeden Fall und ich schätze mal im Frühjahr schon. Ah ja, schaust du dir eigentlich den Film selber an, wenn er im Fernsehen läuft? Wenn er im Fernsehen läuft, meistens nicht. Ich kriege oft eine DVD schon vorab. Und ich habe ja leider immer noch Schwierigkeiten, wenn man mich nicht zwingt, dass ich mich selber anschaue, dann mache ich es immer eher lieber nicht. Sodass ich bei mir jetzt noch ein oder zwei starke Teams, die noch nicht ausgestrahlt sind, die liegen bei mir noch zu Hause und möchten angeguckt werden. Und ich weiß auch. Bist du auch, zu kritisch dir selbst gegenüber? Ja, ich bin so wie völlig bescheuert. Aber es kennen ja viele, wenn man seine eigene Stimme mal auf dem Anrufbeantworter früher oder irgendwie auf der Mailbox oder irgendwo hört oder ein Video von dir sieht, das ist ja immer so. Nur komisch. Und so geht es mir halt auch immer noch, obwohl ich mich da schon sehr dran gewöhnt habe. Aber ja. Wie viel Zeit bleibt dann noch für andere Projekte neben der Reihe? Ich gebe mir sozusagen große Mühe, dass ich auch immer noch andere Sachen mache, weil ich weiß, dass es Kollegen passiert ist, die in einer Reihe sind. Und dann denken die Zuschauer oder auch die Produzenten und Leute, die Besetzung machen, die machen nur das und nichts weiter mehr. Und dann kommt man, obwohl man viel zu sehen ist, gerät man komischerweise so ein bisschen in Vergessenheit. Und darum versuche ich immer bei anderen spannenden Projekten dabei zu sein. Mir ist auch egal, wie groß die Rolle ist. Hauptsache, die Projekte sind gut. Also das ist eh mein Ansinnen immer. Es müssen gar nicht Hauptrollen sein, aber mit tollen Leuten arbeiten ist für mich das Schönste auf der ganzen Welt. Und dafür nehme ich mir Zeit und dafür gibt man mir hier auch Zeit. Da erlebe ich die Produktion auch als total freundlich und die geben sich echt Mühe, mir andere Sachen auch möglich zu machen. Gibt es da ein Projekt, worüber uns du schon informieren kannst? Wo es einen Sendetermin schon gibt vielleicht auch? Also, was ich als letztes gemacht habe, lief jetzt nur gerade am letzten Montag. Der Fall Benede, der jetzt der Polizist, der Mord und das Kind hieß.
Dann habe ich zum Beispiel einen Film gemacht, Die Toten am Bodensee mit Matthias Köberlin. Der kommt jetzt auch irgendwann, aber ich weiß nicht wann, bei Til Schweigers letztem Kinofilm habe ich mitgespielt. Also dann habe ich, dann habe ich gemacht Der Mordanschlag, ein unglaublich spannendes ZDF-Zweiteiler-Projekt. Da geht es um die RAF und den Mord am Treuhandchef, der wirklich ein Rover da hieß, bei uns dann anders heißt. Da konnte ich mitmachen und es ist allerhand los. Gut, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wir freuen uns auf die Filme und wünschen dir auch noch viel Erfolg weiterhin. Das ist echt nett. Vielen Dank. Dir auch.